Juhu und willkommen zu einer weiteren Spezialepisode von Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. So, also wir scheinen wohl jetzt erstmal zu Becky zu gehen, weil die Episode ist mehr überall und die ist ja schon recht viel aussagen, nicht wahr? Und dann gehen wir doch mal los. Hey, Beckys Bäckerei! Mann, hier fühle ich mich echt in der Zeit zurückversetzt. Ich erkenne diesen leckeren Duft wieder. Ich möchte Tante Becky heute überraschen, deshalb habe ich unseren Besuch geheim gehalten. Frau Beckys Bäckerei, wir haben Sie eine ganze Weile nicht gesehen, wie es hier wohl ergangen ist. Wow! Gott, der dumme Köter, ey. Immer Phoenix in die Hand scheißt und der freut sich auch noch so voll. Hey, seht mal, da ist ja Fass vor, was macht der bloß hier? Voll die Akkutöle, ey. Hey Nick, guck dir diese Beißerchen an. Er sieht echt froh aus, dich zu sehen. Froh, mich zu sehen? Wohl eher froh, seinen blauen Lieblingskauknochen wiederzukriegen. Was? Dear friends forever. Miau! Oh Gott. Seht mal, Nora ist auch hier und sie sieht so süß aus wie immer. Abfassbar und Nora jetzt, wo Freunde sind? Hey Luke, warum fragst du sie nicht, um es herauszufinden? Na gut, aber Ihnen ist schon klar, dass es sehr persönliche Fragen sind, Fräulein Maya. Selbst für einen Hund. Hä? Ist das schlimm an Freundschaft? Man sieht das doch. Also, Fassmann, bist du jetzt mit Nora befreundet? Er hat gesagt, ich sehe keinen Sinn darin, mich mit einem Weibchen anzufreunden. Ich gehöre an die Seite meines Meisters. Schnippig wie immer, Fassbar. Auch wenn ich nicht genau weiß, was du damit meinst. Ist noch jemandem aufgefallen, dass Nora auf einem Milchbrötchen herumkaut? Oh, lecker! Oh, Nora, du kannst doch nicht einfach so Tante Beckys Gebäck aufessen. Miau. Würde ich auch machen. Moment. Voll der bestimmt Abkacker. Moment mal, Sophie. Nora hat gesagt, das Brötchen war ein Geschenk von Fasmo. Voll die sexy Beziehung hier oder so ähnlich, nicht? Luke, spiel doch noch mal den Tierflüsterer und brumm noch ein wenig nach. In Ordnung, Fräulein Maya. Sie haben aber ein ziemliches Interesse an Ihrem Privatleben entwickelt, oder? Voll die Tratschtante einfach normal. Stimmt das, Fasmo? Hast du Nora das Milchbrötchen geschenkt? Wow, wuff. Fasmo sagt, er kann sich nicht erinnern, irgendjemand etwas geschenkt zu haben. Und willst du einfach nicht zugeben, die kleine Bitch. Hast du es gehört, Nick? Passwort Nora etwas geschenkt. Von dem kannst du noch was lernen. Was? Was sollte ich wohl von einem Hund lernen? Boah, war klar, worauf die jetzt wieder anspielt. Oh Gott. Ah! Warum ich? Warum beißt er immer mich? Vielleicht liegt es nur daran, dass er sie mag. Sollen wir zu Frau Becky gehen? Ja, klar, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung. Auf jeden Fall. Aber es ist ja so, Hunde merken eigentlich, wenn man Angst vor denen hat. Und dann gehen die immer genau zu den Leuten, die Angst vor denen haben. Ui, ich rieche frisches Brot. Das muss das Werk einer wahren Meisterin ihres Fachs sein, Luke. Brrrr! Mein Gott. Mehl in der Fresse und Schwert in der Fresse. Kauft, nehmt und esst! Anscheinend haben wir einen Bäcker mit Spitzenmethoden, Luke. Er hat so einen furchterregenden Gesichtsausdruck, wenn er den Teig knetet. Er nimmt den Teig eher in die Mangel, als dass er ihn knetet, würde ich sagen. Die gucken so, oh mein Gott, ich kann beinahe die gequälten Schreie dieses armen Teigs hören. Ja, ich wette, das arme Ding wünscht sich, es wäre nie angerührt worden. Boah, es steht voll viel Brot im Regal, ich könnte sterben, es ist so toll. Entschuldigt, Herr Flambeck, unsere Gäste sind da. Ach, wenn das nicht der werte Herr Blaurock ist, ein schüchterner Verteidiger des Rechts und der unerschütterliche Herr Schwarzhut. Der Blick. Okay. Ich heiße euch in Labyrinthia willkommen und bestehe darauf, dass ihr euren Aufenthalt genießt. Es wäre mir lieber, wenn Sie nicht mit der Klinge auf uns gerichtet darauf bestehen würden. Genießt den Aufenthalt! Also, die Hexenprozesse, sie wirken wie ein Traum aus der Vergangenheit, kaum zu glauben, dass sie wirklich stattfanden. Da haben Sie recht, besonders jetzt, da die Stadt so friedlich ist. Aber warum tragen Sie dann immer noch Ihre Rüstung, Herr Flamberg?
der Herrin der Bäckerei zufolge ist die Schürze die Rüstung eines Bäckers. Daher wähle ich meine Rüstung als Schürze und duelliere mich offen und ehrlich mit dem Teig. Oh Gott, sind ja immer noch voll strange drauf. Ich muss zugeben, von einem Ex-Inquisitor hätte ich auch nicht erwartet, dass er auf kleiner Flamme kocht. Das stimmt, Maya, aber ich kann sie mir immer noch nicht als Bäcker vorstellen, Herr Flamberg. Nun, eigentlich ist Herr Flamberg nur Teilzeitbäcker. Teilzeitbäcker? Genau, er hat sich bereit erklärt, eine Zeit lang im Laden auszuhelfen. Ich benötige momentan zusätzliche Geldmittel. Das, was ich hier dazu verdiene, hilft mir ein wenig weiter. Und wenn ich hier wohne, kann Phosphor so viele Milchbrötchen essen, wie er mag. Also war das Geschenk für Nora nur ein Essensrest? Ja, nett. Aber was ist denn passiert? Warum brauchen Sie Geld? Müssen Sie einen Kredit für Ihre Rüstung zurückzahlen? Ist klar, der hatte ich schon seit 300 Jahren. Puh. Sie haben so eine unvergleichbare Art, Fräulein Faye. Wie ich sehe, treten Sie Ex-Inquisitor Flambeck Vorschluss gegenüber. Ich plane, von dem zusätzlichen Geld etwas Besonderes zu kaufen. Man könnte sagen, ein Geschenk gewissermaßen. Was? Sie haben Geschenk gesagt? Und wer ist die glückliche Flamberg? Oh, das habe ich mir schon gedacht, dass der irgendeiner Tusse was schenken will. Die glückliche? Selbst wenn es für ein Mädchen wäre, solltest du dir keine Hoffnungen machen, Maya. Wer weiß. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Brötchenteig bereit für die Flammen ist, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Was? Hey, Flamberg, das kann doch nicht wahr sein, dass der es nicht sagt. Ich will es aufwissen. Weiche, teigige Brötchen, Wonne Labyrinthias. Das klingt wie Gedicht. Mögen die Flammen euch umschließen und garen. Bam, yeah. Professor, da ist wieder der gequälte Schrei des Teigs. Sogar noch schlimmer als vorhin. Nun, mein Junge, das ist gewiss fester Bestandteil der Brötchenerstellung. Ach so, leidige Schreie von Brötchen. Aber ich frage mich schon, ob Becky ihn dafür bezahlt. Naja, da er auch hier in der Bäckerei wohnt, schätze ich, dass er sowas wie ein Bäckerknecht mit Unterkunft ist. Ein Bäckerknecht? Ist es in einer Bäckerei üblich? Nun, Knechte existierten bereits seit dem Mittelalter, obgleich nicht in der Backbranche allgemein. Wie auch immer, im schlimmsten Fall bezahlt sie ihn mit Brot, schätze ich. Oder mit Sex. Ja, ganz bestimmt. Es wäre wohl besser als gar nichts. Moment mal. Habe ich da richtig gehört? Habt ihr gerade im schlimmsten Fall gesagt? Diese Stimme, die kenne ich doch. Und darüber hinaus könnte ich schwören, die Wörter besser als gar nichts gehört zu haben. Jetzt kommt Becky so voll aggro. Boah, die Musik. Piep, piep. Chefin! Ach du Schande, ich meine, hi ho, Becky! Ihr wisst doch beide ganz genau, was in meiner Bäckerei passiert, wenn ihr die Bedeutung von Brot kleinredet, oder etwa nicht? Nein, nicht das Nudelholz! Schnell, Flambeck, helfen Sie uns! Richtig dramatisch. Weg ist er! Ja, da haut er es mal ab. Ich meine, das Nudelholz ist ja schon sehr gefährlich, ja, ja. Also gut, ihr zwei, macht euch bereit, denn jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Vor diesem entzückend vollen Rätsel, das überhaupt nichts mit Brot zu tun hat. Wursch, ja, yeah, geiler Mehlnebel. Der Nebel sieht voll geil aus. Ich will auch so eine coole Nebelmaschine haben. Oh nee, das ist die Scheiße. Es gibt zwei Sets aus je 10 Murmeln. Die Murmeln in jedem Set weisen Zahlen von 1 bis 10 auf. Zusätzlich gibt es 3 Quadrate, in die bereits Murmeln eingebaut sind. Diese Murmeln können nicht verschoben werden. Baue die Murmeln so in die Quadrate ein, dass alle Quadrate eine Summe von 42 haben. Ach, the fuck. Ta-da-da-da. Boah, ich habe nicht mal gemerkt, dass ich es geschafft habe. Richtig great gemacht. Oh Gott, ey. Das ist voll die Kacke, ey. Voll Scheiße, ey. Am Anfang habe ich versucht, mir zu Gleichungen mir aufzuschreiben, mit zu Gleichungssystemen, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Und das ist so, oh, scheiße gewesen, echt so eine Kacke. Naja, aber wie auch immer, wir haben es ja jetzt geschafft, ne? Du hättest mir sagen sollen, dass du alle hierher einladen willst. Wäre ich benachrichtigt worden, hätte ich eine große Ladung meiner besten Brötchen backen können. Die klatscht so, yeah, 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 yeah. Es tut mir leid, Tante Beck, ich wollte dich überraschen. Phoenix Maya, wie ist es euch ergangen? Ich wette, ihr schwimmt zurzeit in Teig, nicht wahr? Wir können uns nicht beklagen, ich meine, wir kommen gut über die Runden, es sei denn, reden wir wohl über das Gleiche.
Ich glaube nicht, dass es etwas ändern würde, Nick. Puh, es sieht so aus, als habe das Rätsel Frau Becky ein wenig beruhigt. Allerdings, Luke, ich bin entzückt, dieses freundliche Lächeln wiederzusehen. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Was denn, Sophie? Ich muss auch noch ein Geschenk vorbereiten. Wirklich? Du auch, Sophie? Hä? Haben die jetzt auf einmal so geheime Lover oder was? Also für wen ist dein Geschenk, Sophie? Es ist für Nora. Sie hat bald Geburtstag. Oh, immer diese Tiere. Man schenkt Tiere nicht zum Geburtstag. Hi, ohne Witz. Frau Noras Geburtstag, hm? Warte mal. Hat Flambeck nicht etwas von einem total besonderen Geschenk gesagt? Du meinst doch nicht etwa, dass er ein Geschenk für Frau Nora backt? Na, das ist ja eine Überraschung. Glauben Sie, Flambeck hat eine Schwäche für Frau... Schwäche für Frau Nora? Warte, meint ihr jetzt Frau Nora oder diese Katze da oder was? Ich muss gestehen, das ist recht verblüffend. Oh, das ist ja so romantisch. Findest du nicht auch, Nick? Okay, ja, die Tusse ist gemeint. Ich dachte schon. Boah, die würden voll gut zusammenpassen. Ja, wahrscheinlich. Moment mal. Ist das wirklich so? Das sage ich jetzt nur ein einziges Mal. Ich sehe keinen Sinn darin, Frauen etwas zu schenken. Da halte ich mich lieber an mein Schwert. Ah ja, dasselbe sagt der Hund von dem einfach auch. Boah, voll die betvolle Macho-Typ, ey. Jetzt weiß ich, was Passform meinte. Wie der Herr, so's geschehe. Okay, muss man das verstehen? In Wirklichkeit will der dir wahrscheinlich wirklich was schenken. Aber ich will jetzt wissen, was das ist. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, auf jeden Fall war die Episode schon interessanter als alle vorherigen, finde ich. Also ich fand's ganz cool bisher, ja, ja. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil sonst sehe ich irgendwie nicht so richtig den Sinn darin. Alle zu spielen, weil die sind bisher jetzt nicht so prickelnd gewesen. Aber die war ganz cool, deswegen hoffe ich, es geht so weiter. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Au revoir.